Überraschender, spektakulärer, kurioser Pokal. Das sind die Top 5 der besten Hamburger Pokalmomente. Die Nummer 5, April 2019, Oberliga, internes Pokalviertelfinale zwischen dem HSV Barmbek-Uhlenhorst und TuS Osdorf. Das Ganze eigentlich von Haus aus ein ausgeglichenes Duell, jedoch unter besonderen Umständen. Denn Osdorf hat Verletzungssorgen, vor allen Dingen auf der Torwartposition. Alle verletzt, deshalb Sascha Imbusch. Vor 7 Jahren hat er das letzte Mal die Fußballschuhe geschnürt und dann nach einer Verletzung seine Karriere beendet. Gegen Barmbek-Uhlenhorst stand es in der 69. Minute 1:1 und Imbusch musste auch nur einmal hinter sich greifen, ansonsten hielt er seinen Kasten sauber und war dann die Basis für diesen Moment in der 90. Spielminute. Konter Osdorf, Prinz Hüttner vorbei am Keeper, rein ins Glück. TuS Osdorf gewinnt mit 2:1 gegen Barmbek-Uhlenhorst und ebnet damit den Weg Richtung Pokal-Halbfinale. Wir sind auf Platz 4 bei einem Elfmeterschießen, das anschließend einen großen Skandal nach sich zog. Aus dem Jahr 2014 zwischen Altona 93 und dem SC Condor. Der Skandal war, insgesamt gab es 20 Elfmeter in diesem Elfmeterschießen, nachdem aber jeweils 5 Schützen einer Mannschaft geschossen hatten, entschied sich Schiedsrichter Murat Yilmaz, die gleichen 5 nochmal schießen zu lassen. Das ist nicht regelkonform. Altona 93 legte Protest ein, dieser wurde aber vom Sportgericht abgeschmettert und somit stand der SC Condor im Pokalfinale 2014. Die 3 ist ein Fußballmärchen, wie es im Buche steht. Der SV Hamm-Wade, immerhin Tabellenführer der Kreisliga 3, hat in der Pokalsaison 19/20 schon 3 Landesligisten eliminiert. Mit dem SV Halstenbek-Rellingen im Achtelfinale sollte der 4. folgen. Immerhin ging es schon bis in die Verlängerung und dort gelang ihm dann in der 117. Minute der Ausgleich durch Maurice Osterhoff. Und nur 3 Minuten später konnte Halstenbek-Rellingen jedoch zurückschlagen mit diesem Kopfballtor in der 120. Minute. Marcel Schöttke war der Torschütze und selbiger sollte nur wenige Augenblicke später die Möglichkeit per Strafstoß auf die endgültige Entscheidung haben, traf jedoch nur den Querbalken und so witterte der SV Hamm-Wade seine Chance mit der letzten Sekunde der Partie und da kam sie und das war das Tor von Max Scharnberg. Allerdings, der Linienrichter hatte abseits erkannt, es gab Fans, die auf den Linienrichter zustürmten, der musste von Ordnern beschützt werden. Unschöne Szenen, emotionale Szenen am Rasenplatz an der Mühlenstraße. Letztlich gab ein Zuschauervideo die Auflösung. Max Scharnberg stand im Abseits und dieses Tor wurde zu Recht aberkannt. Was für ein Pokalachtelfinale. Für Rang 2 gehen wir in die Saison 2014-15 ins Pokalviertelfinale zwischen Viktoria Hamburg und dem SC Condor. Es steht 1:2 für die Gäste, dann folgt der Freistoß in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit. Und Tobias Gruber, der hervorgeeilte Keeper vom SC Viktoria Hamburg, besorgt das 2:2. Ein wahnsinnig emotionaler Moment mit dem letzten Wimpernschlag der Partie sorgt Gruber für die Verlängerung und damit für die realistische Chance auf das Halbfinale. Da geht es jedoch am Ende für Viktoria nicht hin, denn in der Verlängerung verlieren sie knapp mit 3:4. Und Platz Nummer 1, Pokalemotion pur mit Kommentator Jurek Rohrberg. Es steht 6:6, Albrechts muss gegen Keepermenschen ran. Nervenkrieg an der Bundesstraße. Albrechts scheitert ein Menschner, der junge Keeper krönt seine famose Leistung an diesem Abend. Mingo Runge auf dem Weg zum Finale, ETV vor der nächsten Sensation. Treffen oder trauern, das war hier die Frage.
Ruge trifft, Ruge trifft, der Eisvogel. ETV steht im Offset-Pokal-Finale und hier brechen alle Dämme. Das können Sie mir glauben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.